herzlich willkommen zu unserem ersten richtigen Freizeitpark-Vlog diesen Jahres. Heute, ja, würde ich mal sagen, zeigen wir euch das wunderschöne Schloss Beck, das ich vor einigen Jahren... Nein, so funktioniert das nicht. Natürlich sind wir mal wieder im Phantasialand in Brühl, so wie es sich gehört. So wie auch damals unser erstes Video angefangen hat. Und ja, es ist jetzt 19:45 Uhr. Wir warten auf unsere erste Runde, die leider mal wieder keine EAT ist. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Und ja, wir freuen uns drauf, unsere erste richtige Bahn dieses Jahres zu fahren, die nicht im Fort Fun ist. Und hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nein. Gut, das ist nicht viel. Also dann? Dann beginnt jetzt die erste Testfahrt und ich würde sagen, man sieht sich dann gleich. Wir haben jetzt unsere erste Runde Taron geschafft. Wie war's? Geil. Okay, auch Reihe 5. Ja, Reihe 5 kann entzücken. Auch wenn es natürlich schöner gewesen wäre, wenn die erste Reihe oder die Q-Line für die erste auf gewesen wäre, aber nun gut. Nach 1,5 Jahren Entzug ist es egal, welche Reihe. Hauptsache Taron. Taron ist und bleibt Taron. Ja, danach sind wir weiter gesteppt, haben die Rookburg-Warteschlange links liegen gelassen, weil diese vom Eingang bis rüber zur Rampe in Berlin ging. Sind dann Richtung TTT gelaufen, der erstmal schön eine technische Störung hatte. Wo der Mitarbeiter, der auch Papagei. Noch. Papagei. Ach, stimmt. Den haben wir vorher noch, gemacht. Stimmt. Eine Runde Spaß. Haben mit noch, Entertainment. Ja, haben noch Hans besucht am Papagei. Sind ein Ründchen gefahren. Fährt sich immer noch sehr, sehr interessant. Der Motor ist, ja. Ja, dann wie gesagt, Erlebnis TTT kaputt. Dann sind wir Richtung Tempel gelaufen. Ja. Crazy Bats. Ist kein VR, ist Tempel. Ja, Doppelrunde direkt. Erste Reihe und achte Reihe, glaube ich, ungefähr. Kommt hin. Ne, siebte Reihe. Viertletzte. Ja, oder viertletzte. Ja, und was wir jetzt machen, absolut keinen Plan. Mal gucken. Die Jahreskarte sagt, wahrscheinlich in die Richtung. Tageskarte sagt, keine Ahnung, in die Richtung. Tageskarte sagt, sie unterwirft sich der Jahreskarte. Also dann, bis dann. Thank you.
bisschen spontan gesagt, ach komm, Coburger Fett in einer halben Stunde, machen wir es mal. Und ja, jetzt sind wir drin. Sagen, melden wir uns dann nach unserem ersten Flug, nicht wahr? Ja. Also dann würde ich sagen, warten wir das Rumpeln ab. Da rollt und, was. Da rollt was. Es hört sich zumindest an, als würde irgendwas rollen. Ja. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Fly hinter uns. Angefangen die Q-Line ja, lang. Ich würde mir schon fast wünschen, eine Runde durchs Tal zu laufen. Tschüss, Ralf! Alte Kollegen aus dem Moviepark gehört man auch einmal gewunken. Ja, also auf jeden Fall die Q-Line ist ultra lang, aber wunderschön thematisiert. Es ist zwar ein bisschen deprimierend, dass man merkt, dass man irgendwann einfach nur in einem großen Kreis gelaufen ist. Aber, ja. Was sagst du zur Q-Line? Geil. Ja, wir hatten dann so das Glück, in der ersten Reihe zu landen. Wir sitzen drin und was passiert? Das Ding geht down. Also wieder aussteigen, warten, einsteigen und dann... Das Ding macht sprachlos. Ja. Aber wie gesagt, zur Fahrt. Ja. Ich... kriegt das Layout nicht zusammen. Ich glaube, das wird jetzt auch erstmal ein, zwei Monate dauern, bis man überhaupt das Layout hinkriegt. Vom Fahrtablauf her, die Bügel sind wirklich deutlich angenehmer, als ich es erwartet hätte. Vor allem für Vekoma-Verhältnisse. Die B&M Westen Bügel können da auch nicht mithalten. Die sind deutlich härter. An sich von der Geschwindigkeit her und von den Kräften ahnt man es wirklich nicht, was das Ding auf dem Kasten hat. Vom Taming haben wir jetzt, glaube ich, beide nicht so viel mitgekriegt, weil wir jetzt so geflasht haben von der Fahrt, ja. Oder? Und ja, kann einfach nur sagen, Wahnsinnsteil. Ja, was wir jetzt machen, keine Ahnung, es ist ein ultra voller Tag. Knapp an 90 Minuten bei Taron, ungefähr 2 Stunden bei Fly ab jetzt. Selbst hier Tempel hat gut 10-15 Minuten Wartezeit. Es ist wirklich brechend voll. Wir schauen mal, ob wir jetzt eine Runde Colorado oder Rikscha machen. Also,
dann melden wir uns nach wie viel Zeit ungefähr wieder? Anderthalb Stunden, Stunde, ja, kommt ungefähr hin. Ja, anderthalb eher. Ja, nachdem wir aus Ruckburg rausgegangen sind, haben wir uns dann einmal kurz Nachos geholt, oder vielmehr Anastasia. Hat's geschmeckt? Ja. Gut, immerhin. Danach sind wir, stimmt, kann ich ja auch mal langsam abmachen, sind wir dann über Chiapas und Hintertalucan zu Colorado gegangen. Nee, zu Tikal, so rum. Tikal, dann Colorado. Dann zu Colorado, dann über die Rikscha zu Big Mac Castle. An sich alles unverändert, würde ich sagen, ne? Ja. Tikal, immer noch schöne Airtime. Colorado, rappelig wie immer, aber ist halt Kult. Rikscha, gleiches Prinzip, rappelig und Kult bis zum geht nicht mehr. Und das Teil ist einfach nur Thrill bis zum geht nicht mehr. Hab ganz vergessen, dass das Teil beim ersten Launch schon so hoch schießt. Aber hab mich schon gefragt, warum das so hoch geht. So. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt langsam zu Rotmoors Taverne und melden uns wahrscheinlich, nachdem wir gespiesen haben. Bis gleich. Ein kleines Reiki liefert so inzwischen Hunger. Und ja, kommt sie. Also, ich würde sagen, es ist jetzt einiges passiert. Es sind ja jetzt auch 3-4 Stunden rum, ungefähr, ne? Ja, wir sind nach Mystery Castle eben in die Taverne gegangen, haben 2 leckere Stücke Kuchen gegessen, oder? Ja, sehr lecker. Überzeugender hier. Ja, sehr lecker. Na also. Ja, dann sind wir von dort aus nochmal rüber nach Boostown, ne? Ja. War doch schon, ja.
sind dort eine Runde Winyas 4 gefahren, die erstmal sich nicht entscheiden konnte, ob sie losfahren sollte oder nicht. Auch gefallen. Rexy hat's gefallen. Und Rexy hat's gefallen. Oh. Ihm hat selbst Winyas gefallen. Ja, danach sind wir noch eine Runde Taubenturm gefahren. Ah, Papagei, dann Taubenturm. Nee, erst Taubenturm, dann Papagei. Mehrfach Papagei. Wir durften halt nicht aussteigen. Naja, wobei wir wollten auch nicht aussteigen. Ja gut, danach haben wir beide noch etwas Geld hier gelassen. Etwas mehr Geld. Etwas 75 Euro mehr Geld. Etwas Fly-mäßiges, etwas Haus-Schokolade-mäßiges. Etwas Fließjacken-mäßiges. Ja, Fly-mäßig. Mhm. Ja, und jetzt haben wir noch mal eine kleine Film- und Fotorunde durch Afrika gemacht, obwohl ja, wir... und das Ding haben wir noch vergessen. Sind wir auch schon zum Schiff gefahren? Ja. Tatsache. Nö. Weil wir nicht wollten, dass unsere letzte Fahrt des Tages der Papagei wäre, dachten wir uns, wir fahren den Wellenflieger. Ja, schöne Fahrt Wellenflieger. Das sind wir auch jetzt beide das zweite Mal erst gefahren in unserem Leben. Und ja, danach halt wie gesagt die angesprochene Fotorunde durch Afrika, weil... Warum nicht? Ja, Afrika hat komplett übersprungen haben sonst. Ja, und ich wollte mal wieder im Looping stehen. Ja, und ansonsten haben wir uns jetzt noch was zu trinken geholt, lassen den einen Tag ausklingen. Und die Uhr sagt ja auch schon, dass der Park doch gleich seine Pforten schließt. Jo, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, es folgt gleich eine interessante Abmoderation. Ja. Wir verabschieden uns von Freizeit Fantastics mit Joel, Anastasia und Jan auch. Der mehr oder weniger heute auch anwesend war. Das stimmt. Also dann, haut das rein. Ciao. Ciao. Wünschen dir einen wunderschönen Feierabend und danke für die wunderschöne Endcard. Ich habe sie schon passend anmoderiert. Also wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen Feierabend und wir gehen jetzt auch ganz mal auf den Weg Richtung Heimat. Corsa Power! Wuhu! Ruhrgebiet!